Seid gegrüßt, willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale 2. Wie ihr wünscht. Wir stöbern weiter durchs Unterreich, juhu, juhu, juhu. Minotaurus-Sklave, ja. Wenn er mich nicht anspricht, ist alles in Ordnung. Und mein Sklavenmarkt, ihr die Tiden? Ach, ist doch egal, lieber nicht hingehen. Da ist nur weiter in das Loch. Kommst du uns entgegen? Das muss doch jetzt echt nicht sein. Gut, wir gehen zum Sklavenmarkt, wenn er da ist. Was soll's? Was raucht da? Der Sklave starrt euch Stier an, ja, als Minotaurus. Ist das eine schöne Wortwahl. Auf seiner Stirn wurde ein exotisch aussehendes Schriftzeichen der Illitiden eingebrannt. Dero Dunkelmagier Sklave. Dero Dunkelmagier Sklave. Der Sklave steuert euch Stier an. Auf seiner Stirn wurde, ja, kennen wir. Ach so, und der nette, Illitide verkauft uns Sklaven, oder wie? Ah. Aber mit dem Anlegen wird es einmal dahingestellt. Ah, was soll's, nützt ja nichts. Ich frage mich, ob sie noch Intelligenz fressen. Ihr? Warum seid ihr hier? Wir suchen nach einem Weg durch das Unterreich zur abgetrennten Hand. Wir sind Händler und würden hier gern Handel treiben. Das geht euch nichts an, lebt wohl. Wir würden gern Handel treiben. Lügen! Das ist eine Beleidigung, nein. Wir suchen nach einem Weg durch das Unterreich zur abgetrennten Hand. Ich möchte, dass ihr etwas für mich sucht, das ich verloren habe. Ich werde euch dafür belohnen. Was habt ihr verloren? Ein blauer Stein, so groß wie euer Herz. Eine Drinne, Stalin. Sie sind im Osten. Wenn ihr ihn zurückbringt, belohne ich euch. Habt ihr alles verstanden? Ja. Geht jetzt. Okay. So sei es. Ich lasse mich so ungern hier harsch anmaulen und befehligen, nur weil irgendjemand mal wieder schlecht geschlafen hat. Naja. Man kann nicht alles haben. Jetzt sollten wir erst, wir sagen jetzt erstmal den drowigen Dunkelelfen, dass für irgendwie so einen kleinen Trupp Assassinen vernichtet haben. Wenn es euch Spaß macht. Und wir doch um eine Belohnung sehr, ja, ruckel, ruckel, ruckel. Ah ja, die Erneut zum Gruße. Wie kann ich euch behilflich sein? Wir wollten euch über die Fortschritte berichten, die wir bei den Drinnen erzielt haben. Fahrt fort. Wir haben bisher noch nichts herausgefunden. Ich danke euch, dass ihr so faszinierende Enthüllungen mit mir teilt. Jetzt bitte kehrt in die Höhlen zurück und seht zu, dass ihr etwas erreicht. Ja, ja, ja. Ist ja schon gut. Ich habe gedacht, ich hätte die Assassinen vielleicht interessiert, aber wenn dem nicht so ist, dann ist dem nicht so. So sei es. Hätten es ja auch Assassinen von den drinnen sein können, aber nö. Jetzt sind wir wieder die Bösen, weil wir seine Zeit gestohlen haben, ist klar. Psst, meine sogenannte Moral ist nicht mal so viel wert wie Schweinedreck. Ihr seid die Händler. Mürweg da. Mürweg? Von Glaxtrug? Nee, doch nicht. Der Name sagt mir doch nichts, glaube ich. Hegger Spaltstahl. Wode der Verschlagene und Valarostal. Sie haben auf jeden Fall ganz viel Zeug. Wenn wir sie umbringen, können wir uns dick bereichern. Hier ist auch mal wieder ein Loch im Boden. Ja, was habt ihr denn so Tolles? Alles, was plus 4 ist, ist gekauft, wenn wir es bezahlen können. ja. Was sehe ich vor meinen Augen? Nur seltsame Gesichter von jenseits des Nichts. Strebt ihr nach Handel? Ich bin Mürweg von Glaxtrug, ein Derro-Händler und Dunkelmagier des Hakt-Clans und halte nichts von Narren, die nur nutzlos am Marktplatz herumlungern. Was bietet ihr zum Verkauf an? Auf meinen Schwebescheiben findet ihr alles. Waffen, Rüstungen, Gifte, Tränke, Schriftrollen und Schädel. Was auch immer ihr benötigt. Wenn ihr etwas habt, was zu kaufen lohnt,
So wisse, dass meine Koffer zum Bersten sind gefüllt mit Gold, Silber und Edelsteinen, die so groß sind wie euer winzigster Kopf, oder winziger Kopf. Als Ogre kann man vielleicht einen winzigsten Kopf haben, aber es gibt keinen Grund, beleidigend zu werden. Ich würde eure Ware gern sehen. Schutzamulett plus 1 hätte ich gerne. Ja, Armschienen, Zauber kann zweimal täglich mal ein Geschoss werden, kann einmal täglich Eismesser werden. Ja, nee, nicht so gut. Energiering kann einmal täglich eingesetzt werden. Schaden zweimal, kein Rettungswurf. Na, natürlich ist nicht so. Ring der Frostresistenz. Mächtiger Chamäleonring. Verstecken plus 3. Stabschrecken. Naja, haben schon bessere Angebote gesehen hier unten. Aber. Hier Säurestecken, Kettenpanzer, Schleuderkugel plus 1. Schleuderkugel plus 2. Verkaufen wir automatisch alle. Jupp. Hier, Infanteristen, aber da brauchen wir nicht das lustige Kurzhorn. Kann keiner benutzen. Buch der Verdienstvollen. Wirkt Zauber, Segen einmal pro Tag. Oh, viel Wert dran. Na, behalten wir dafür lieber. Flammenfall. Auch behalten wir lieber auch mal, falls wir nochmal auf Trolle treffen. Magier Robe der Feuerresistenz kann weg. Wir haben diesen komischen Flickenteppich da an. Ja, also eine Ration zu benutzen dauert viel zu lange. Die können alle weg. Die Rache der Natur. Können wir lieber jemanden vielleicht mal auch anlegen. Oder geflügeltes Verderben. Hiebwaffe. Umgang mit Trick. Nee, benutzt ja keiner. Stabfarbkugel brauchen wir nicht. Geschicklichkeit Handschuhe, nein, behalten wir mal lieber. Elfische Handschuhe. Na, Töpfelring, Wurfbeile weg. Wut. Hiebwaffe, exotische Waffe, Bastardschwert. Na. Solos Haken. Ach ja, ist ja alles so viel Müll dazwischen. Azurblaues Zepter. Auch nur plus 1. Stabfurcht brauchen wir nicht. Schädel weg. Wurfbeile. Rüstung des wandernden Jägers. Hat niemandem was gebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Streitaxt. Meisterarbeit kann auch weg. Fellrüstung kann weg. Yeti-Felle können alle wegsperren. Langbogen. Flammentöter haben wir auch bessere. Lederrüstung der Geschicklichkeit. Na, war nicht besser. So eine Eisaxt. Erstmal alles verkaufen, was wir ausgewählt haben. So, ganz viele Streitäxte. Ah, Mist, hier sind die anderen Yeti-Pelze weniger wert. Im Prinzip können wir alles verkaufen, weil. Ach, die ganzen Yeti-Pelze sind auch weiter oben. Was war sowas denn jetzt? Das ist übrigens alles hier. Drow-Ausrüstung hätte ich meiner gesagt. Rüstungsarmschienen plus 2 brauchen wir auch nicht. Geht die Handschuhe auch nicht. Ich bin ja gespannt, ob wir mal, wenn wir diesen komischen Gnom. Wie hieß er noch? Tom Bombadil hätte ich beinahe gesagt. Der komische, ja. Wie nennen wir ihn mal? Der Gnom, der mit dem Luftschiff rumfliegt, wieder treffen, ob wir da unsere ganze Yeti-Ausrüstung mal wieder bekommen. Ja, gut. Der Kram war ja jetzt nicht so gut. Nehmen wir so ein Amulett plus 1. Wir haben Amulett plus. Wir haben. Gut, wir haben nichts gekauft. Kann doch gar nicht sein. Wo ist das? Wer hat hier gehandelt? Es wurde bestimmt in meine Kiste gelegt, oder? Ah, gut. Mein Sack hat gehandelt. Was ist das? Achso, da ist gegen Panik und Furcht immun. Gut, sie steht eh hinten, sie braucht keinen Schutz. Er braucht aber Schutz. Obwohl der Mönch mehr Schutz benötigt im Moment, damit er mal ein bisschen nachzieht. So, besser ist das. Der kann ja sowieso nicht so viel tragen. Rüstungsarmschienen plus 4.
Okay, es sieht ja kräftig nach. Was war das? Das Armstück plus 2, die können auch noch weg. Genau, und das Ding haben wir jetzt auch noch abgegriffen, aber das ist ja auch nur Müll. Ja, können wir auch gleich wieder direkt verkaufen. Aha. So, ja, machen wir eine Ein- und Verkauffolge. Ist ja herrlich, super spannend. Egal. Ach, wir haben ja noch die ganzen Edelsteine, fällt mir dazu ein. Wenn er die nimmt, dann nimmt er die. So einfach ist das. An da verkaufen. Zeig mal her. Hier braucht kein Mensch den ganzen Rotz. Bekommen wir mal alles? Perfekt. Ja, was sollen wir damit auch, wenn wir ganz ehrlich sind? Ist ja eh nichts wert, wie ich gerade feststelle. Das war also auch immer nur eine Blausteinkette. Warum werden die nicht auf einen Haufen gelegt? Boah, wie viel ist denn da noch? Das kann ja dauern. Ja. Kann man halt nichts machen. Erstmal verkaufen. Oh Mist, das habe ich wieder vergessen, dass der Rest dann weniger wert ist. Aber war eh nicht mehr viel. Doch, war noch viel da. Wir landen unten in der Liste. Onyxring, Schurkensteine, ja, das sind dann natürlich mal gut. Und Diamanten können auch weg. Koralle, ja, alles raus. Gut, Tasche schließen. Was im nächsten drinne? Nichts. Gut, wir haben ein bisschen Kohle. Dann können wir ja mal hier noch fragen, Wie was er so gewünscht. über die Gegend weiß. Nun, ich weiß, dass die Gegend zum Handeln bestimmt ist. Verschwindet, wenn ihr keine Geschäfte machen wollt. Sucht ihr Streit? Mich gelüstet nicht danach. Doch wenn ihr meint, ich hätte von euresgleichen Angst, dann wartet eine schöne Überraschung auf euch. Wollt ihr nun handeln? Ja oder nein? Jawohl. Könnte ich immer noch umbringen. So, wer bist du? Vote der Verschlagene. Willkommen in unserem Lager. Man nennt mich den verschlagenen Vote. Meine Genossen und ich können euch mit den verschiedensten Gütern ausstatten, wenn ihr über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügt. Was ist euer Begehr? Wer seid ihr? Ich bin Vote. Ich bin ein bescheidener Händler. Ich komme aus der glorreichen Stadt Shetnazad. Erzähl mir mal von Shetnazad. Shetnazad ist der schwarze Opal unter den Drow-Städten. Sie bestreift das ganze Unterreich mit ihren finsteren Strahlen und ist das Vorbild aller anderen Städte, die nach wahrer Größe streben. Oho, sagt uns doch, wie ihr euch wirklich fühlt, Wode. Es ist die Stadt der glitzernden Netze. Sie wurde in einer uralten unterirdischen Schlucht erbaut und ist mehr als anderthalb Kilometer hoch und anderthalb Kilometer breit. In den wunderbaren, aus Spinnenweben geformten Stockwerken leben mehr als 100.000. Wie viele von diesen 100.000 sind Drow und wie viele sind Sklaven? Einen Kilometer breit? Pah! Was für eine schamlose Übertreibung, Boat. Bevor ihr geht, wird er noch versuchen, euch gleich die ganze Stadt zu verkaufen. Vielleicht habe ich ja ein bisschen übertrieben, aber dennoch ist es die wunderbarste Stadt im ganzen Unterreich. Der Handel floriert und wir haben Abenteuerhäuser, soweit das Auge reicht. Nur in Shamath werden Drow-Händler noch eher mit offenen Armen empfangen. Ich würde gerne eure Waren sehen. Lindwurmruf, ne? Pfeile hat er. Natürlich, Blitzpfeile, 10.000, 20 Stück oder was. Kann er behalten. Ne. Viel Spaß mit deiner Waffe. Ja? Wer bist du? So Valarostar. sei es. Ich will nicht mit euch sprechen. Es gibt keinen Grund, beleidigt zu werden. Versucht ihr es schon wieder, verschwindet. Was ist euer Problem? Ihr seid mein Problem. Ich bin Volts Leibwächter. Ich will nicht mit euch sprechen. Ich verfüge über keinerlei Informationen. Ich habe nichts, was ich euch verkaufen könnte. Ich will nichts von euch wissen, also geht. Wollt ihr sterben? Nein, nicht wohl. Wer bist du?
Herr Gruspaltstahl. Ja, wollt ihr handeln? Ich habe Waffen. Damit handel ich. Mit Waffen. Ein paar Schilder habe ich auch. Sonst nicht so viel Zeug. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, sprecht mit Myrweg oder Vought. Wer seid ihr? Ich bin Hegre. Sagt einfach Hegre zu mir. Ich bin Händler und Priester des Abathor. Stahlspalter. Sein Nachname lautet Stahlspalter. Manche Geheimnisse kann man einfach nicht bewahren, was? Abathor möge euch verfluchen. Und ich hoffe, dass Clan Diggin eure Seele mit seinen zwei Äxten in Scheiben schneidet. Ihr solltet euch bezähmen, Hagrid. Das nächste Mal, wenn ihr in der Gegenwart meines Auftraggebers auch nur die Stirn runzelt, schlitze ich euch den Bauch auf. Grr, also was wollt ihr überhaupt? Ihr seid ein Zwerg, warum treibt ihr mit den Drow und den Darrow Handel? Mein Clan genießt so einen wirtschaftlichen Vorteil. Es geht hier nur ums Geschäft. Es gibt keinen Grund, sich ein gutes Geschäft wegen alter Streitigkeiten entgehen zu lassen. Ich denke nicht, dass die Zwerge eures Clans euren Standpunkt verstehen würden. Nein, nein, ihr müsst das verstehen. Was ich mache, mache ich, um meinen Clan zu beschützen. Indem ich mit diesen dreckigen Bastarden Handel treibe, behalten wir die Oberhand. Das soll mal euer Clan überhaupt entscheiden, wenn ich es hier treffe. Ja, können wir ja mal sagen, aber wir wollen erst seine Waren sehen. Diamantschliff. Rüstungsbonus plus 9. Was sind das? Plattenpanzer und Ritterrüstung sind vermutlich. Ja. Ja. Könnte man sicher schon mal kaufen. Rüstung von Turak Mauler. 8 Geschicklichkeit Bonus plus 0. 9 plus 1. Plattenpanzer des Höllenschlundteufels. Nee, das hört sich nicht gut an. Der Diamantschliff hört sich aber gut an. Dann muss ich mir gleich mal meine andere Rüstung angucken. Streithammer plus 3, das ist ja... Boah, ich komme gar nicht aus dem Staunen raus. Zweihänder plus 3, da ist auch schon mal, ja. Da bin ich aufgerüstet, hier habe ich so das Gefühl. Schwere Arm plus 3. Ne, dann benutzt wir lieber unser komisches MG42 da, was wir irgendwie haben. Also ein Streithammer plus 3, da kommt man ja wahrscheinlich schon mal nicht drum rum. Der ist ja auch nicht zu teuer. Streitkolben plus 3. Ja, wir haben ja Streitpflege mit dem Priester. Ich muss mal eben was gucken. Der hat hier Streitpflege plus 3, wollte ich auch meinen. Kann der hier im Notfall auch verkauft werden, oder? Wie sehe ich das? Aber taub werden, wenn Opfer wird, glaube ich, Chance zu behandeln. Ja, gut, der kann im Prinzip weg. Was für ein Rüstungsbonus gibt denn das Ding? 7 Geschicklichkeitsbonus 0, Rüstungsmalus 7. Also ist der Diamantpanzer viel besser, gehe ich mal von aus. Was darf es denn sein? So sei es. Zeig mal eben. Wir kaufen den jetzt einfach mal. Genauso wie wir zweihändige Axt wollen wir nicht. Wir wollen Hammer plus 3 kaufen. Bogen plus 3 für die Magierin wäre nicht schlecht. Und Langbogen plus 3 für die für Madame. Nehmen wir mal den Langbogen plus 3 erstmal. Ja, für sie meine ich. Die hat jetzt plus, ja, anderthalbfache Reichweite eines normalen Bogens, ist egal. Geben wir ihr das Ding. Kann der weg? Der Diamantpanzer geht mal zu ihm. Jo, habe ich mir so gedacht, das ist gut. So mag ich das. Der Hammer geht auch zu ihm hin. Dann kann der hier weg. Auch wenn sein anderer Bonus nicht schlecht ist. Ich verlasse mich da lieber mal auf die plus 3.
Na, das ist auch nur Zahlengage. Das macht am Ende nicht viel aus. Da kann der Gegner besser weglaufen. Aber den behalte ich auf jeden Fall vorsichtshalber. So, dann möchte ich nochmal mit dir sprechen. Dann haben wir hier wirklich diesen komischen Bogen. Betäubungswurfpfeile, die viel zu viel wert sind. Und so ein Plattenpanzer. Dann verkaufen wir dir das und stellen fest, dass wir immer noch nicht genug Geld haben. So, und jetzt können wir den Zwerg ärgern. Aha. Ach so, er möchte nicht geärgert werden. Was ist denn mit Wenn ihm es hier? Euch Spaß macht. Was könnt ihr mir über das Gebiet sagen? Sucht ihr Streit? Mich gelüstet danach. Darum, wenn ihr meint, ich hätte euresgleichen Angst, jetzt habe ich genug von euren Beleidigungen, Bastard. Cool, er greift mich erstmal an. Ach, alle greifen mich dann an, das ist ja langweilig. Das finde ich nicht gut. Ich guck mal, was die liegen lassen. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Wir handeln. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Bring ihn um, bring ihn um. Es ist Zeit, Legenden zu schaffen. Ich will nur mal gucken, was sie so dabei haben und was hier in den Kisten ist. Und dann entscheide ich, ob die mir tot besser gefallen. Jawohl, jawohl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Clan das übrigens nicht gefällt, was der hier getan hat. Ich kümmere mich drum. So, was hat der denn dabei? Der hat auch noch schönste Sachen dabei. Also man könnte hier schon ein erträgliches Geschäft durch Tod machen. Definitiv. Ich weiß jetzt noch nicht, was das alles ist, aber ich glaube, da werde ich wohl allein mal eine Entscheidung treffen müssen. Dann sage ich euch mal Bescheid. Hier sind noch schöne Teppiche. Wie? Wer will mit euch handeln? Ihr seid alle tot. Da ist auch noch immer schön was zwischen. Ja, wir würden hier vermutlich als reiche Abenteurergruppe rausgehen. Naja. Nächstes mit Pfeilen gesichert. Naja, die eine Waffe, die er noch hatte, wäre noch ganz nett gewesen, aber... Es muss nicht sein, dass ich die habe. Sterbe hatten wir hier noch. Falsches Symbol wieder angeklickt. Ja, hier hätten wir noch ein paar Edelsteine, die wir gerade eigentlich losgeworden sind. Ja, nur noch mal Schmuck. Da ist die Frage ja, was liegt denn hier noch so Wertvolles drin? Ich muss das mal gegeneinander abwägen, was wir hier haben und oder besser gesagt, was wir haben könnten und gucken wir auch nochmal. Kurzschwert plus 1, Haufen Müll. Morgenstern plus 1 auch. Alles plus 1 nur. Mal eben da rein. Ey, da liegt. Oh Mann, geh doch da rein. So. So sei es. Noch den Kram. Einfach nur Gold drinne, zwei komische Tränke, Stäbe, Hilfesteine, die man eigentlich nicht braucht und Schmuck und natürlich der ganze Kram hier noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie tot lassen soll, also noch nicht. Ach, wir haben keinen Platz mehr im Inventar oder was? Also ist jetzt nicht so gut, was hier alles rumliegt. Streithaber plus 3 hätten wir gar nicht kaufen brauchen. Hätte ich das mal gewusst. Sagen wir es so, ich denke, ich werde die liegen lassen. Was heißt liegen lassen? Ich werde die da lebend liegen lassen. Und zwar... zu meinem Wege und erstmal an ihnen vorbeiziehen. Und wenn ich dann nochmal vorbeikomme, gucke ich mir das Angebot nochmal an, kaufe, was ich möchte und bringe sie um, damit ich später wieder Geld habe, um neue Sachen zu kaufen. Ich meine, sind da zwei Drow, irgendwas anderes und
ein Zwerg, der da gar nicht hingehört. Der da versucht, ein erträgliches Geschäft vermutlich auf Kosten deines Clans zu machen. Und das kann ich so natürlich nicht stehen lassen. Es ist Zeit, Legenden zu schaffen. Da kann der Clan Dingen angeblich huldigen oder sonst was. Der muss da leider... Attacke. Eine Schande, dass wir Gewalt. Leider wird er von uns gehen müssen später. Mit seinen Händlerfreunden. Außerdem, wenn wir den Handel erschweren, dann ich weiß, das ist ein schlechter Zeitpunkt. Bessert sich ja vielleicht die gesamte Situation hier unten irgendwann mal. Ich leg das jetzt einfach mal so aus, dass das so sein könnte irgendwann. Was soll sowas denn? Wir stehen im Dunkeln, ist ja herrlich. Also wir haben einen Gang gefunden, der nirgendwo hinführt. Gut, ja. Da unten können wir noch lange und dann können wir hier drüben hin, um diese komischen Teile da auszurotten. Und hier wäre noch der Gedankenschinder, der seinen Handel mit uns treiben möchte. Ja, ja. Der wird auch noch feststellen, dass wir gute, dass wir alle Karten, alle Trümpfe auf der Hand haben. Naja. Mal sehen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Gold auftreiben, um den einen Bogen noch zu kaufen. Den würde ich gerne noch in meinem Besitz wissen. Danach können die alle weggehen. Ja, nehmen wir noch die... Oh, 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 oh. Ich wollte das doch gar nicht berühren. Schattendrache, nein, Mönch, nein. Natürlich wollen sie den Mönch spachteln. Das gibt's hier nicht. Der hat niemandem was getan, er wird nicht gegessen. Muss einmal richtig in den reinhauen hier. Drauf und heute ist ein guter Tag zum Sterben. Schattendrache gibt schon mal gute Erfahrungen, finde ich das gut. Das macht mir nichts aus. Das finde ich gut und richtig, dass ein Schattendrache viel Erfahrung gibt. Was war sowas denn jetzt? Ja. Na, alle auf ihn, ne? Wird schon gut werden. Genau, greif mal Damm an. Das ist immer gut. Tja, dann will ich aber jetzt auch wissen, wenn was hier drin Spaß ist. Spaß macht. Toll, alles für umsonst. Naja. Nächstes Mal geht unsere lustige Reise durchs Unterreich weiter. Wir sind ja bis jetzt nie weit gekommen. Das bessert sich bestimmt demnächst wieder. Also, bis dahin, auf Wiedersehen.